Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends XXL Pack Opening. Das erste Pack Opening in Season 2, was ich mache. Ich hatte schon mal eins gemacht, das ging 36 Minuten, habe ich 100 Packs geöffnet. Das ist der Grund, warum ich dieses Video in zwei Teile splitten werde, damit das Video nicht ganz so lang geht. Ich werde auch nicht jedes Pack kommentieren, ich gehe wirklich nur auf die wichtigsten ein. Das nur mal am Rande erwähnt. Ich werde heute das erste raushauen. Am Donnerstag gibt es den zweiten Teil. Und am Mittwoch kommt ein Tipps und Tricks Infovideo für alle Anfänger, Neueinsteiger, die mal so ein bisschen wissen wollen, wie man relativ schnell in Apex Legends den Battle Pass oder das Allgemeinlevel leveln kann. Und welche Legende optimal dafür geeignet ist. Das war's soweit davon. Nach dem Intro geht's mit dem ersten Teil des Pack Openings los. Und bevor ich das Pack Opening natürlich starte, einen großen Dank an Patrick Schlegel. Der hat mir 50 Euro an einem Tag donated. Dem ist das Pack Opening hauptsächlich gewidmet. Sag mal einfach mal den ersten Teil. Den hat er bezahlt. Finde ich sehr, sehr geil, dass er mich dabei so ein bisschen unterstützt hat. Jetzt geht's mit dem Pack Opening nach dem Intro aber los. Where's my money, bitch? Legen wir direkt los. 90 Packs werde ich auf den Kopf kloppen. Ich hatte gerade noch 9400. Ich habe mir die Apex Packs schnell mal gekauft. Und wir legen direkt los. Wie gesagt, ich kommentiere nur das, was wirklich interessant ist. Feuerfrei. Hoffentlich haben wir ein bisschen Glück. Ein seltenes schauen wir uns direkt an. Okay, weiter geht's. Nichts Besonderes. Oh, und schon geht's los. Wir haben etwas Legendäres am Start. Ein Kill. Ach bitte, nicht der Kaustik. Ich spiele doch den Kaustik nicht. Das ist mein erster Finisher, den ich überhaupt freischalte. Ziehen wir uns mal kurz rein. Sehr geil eigentlich. Aber wie gesagt, ich spiele halt den Kaustik nicht. Schade, ich hätte es mir für einen Pathfinder oder Lifeline oder so gewünscht. So, hier scheint wieder nur Mist drin zu sein. Okay, ein Skin für Watson. Den kann man sich aber mal reinziehen. Doch, Watson finde ich sehr, sehr geil. Ein bisschen Spider-Man-Style. Rüsten wir gleich mal aus. Ach, derselbe Skin für einen Kaustik, alles klar. Nichts Besonderes. Zwei seltene Sachen, okay. Crafting-Material läuft. Bin mal gespannt, ob ich vielleicht Glück habe und das Erbstück von Wraith ziehe, also das Messer, wer nicht weiß, was das Erbstück ist. Ebenfalls nur Müll. Naja, okay. Drei seltene Sachen. Okay, das ist auch nicht so oft. Wir schauen uns nochmal den Skin an hier für Watson. Die ist halt neu, da kann man mal genauer hingucken. Ja, geht so. Nochmal drei seltene Sachen. Meine Fresse, was geht denn ab? Wir lassen es unkommentiert. Also noch hatte ich kein Glück so richtig. Zumindest gefühlt. Sieht ein bisschen aus wie der Exklusivskin, den man für Mirage und Lifeline bekommen hat aus dem PSN Store. Ebenfalls nichts Besonderes. Weiter im Text. War noch nicht ein episches dabei, meine Fresse.
Also bei meinem ersten XXL Pack Opening hatte ich da gefühlt mehr Glück. Auch nicht besonders. Naja. Ich würde mich über einen Skin für die Alternator sehr, sehr freuen. Einer meiner Lieblingswaffen. Noch bevor die den Disruptor-Aufsatz bekommen hatte. Oh mein Gott, das sieht ja aus wie eine Nutte in Octane-Style. Das sieht richtig hässlich aus. Es gibt übrigens, für die, die das nicht wissen, eine Garantie, dass man in 30 Packs mindestens einmal was Goldenes dabei hat. Oh, zwei legendäre Sachen. Na, da bin ich doch gleich mal gespannt. Einen Bloodhound-Skin. Neuronales Netz. Ah, ja. Okay, das sieht gar nicht mal so übel aus. Und was haben wir hier für die Flatline? Einen epischen... Oh, der gefällt mir auch. Ja, die meisten Skins gibt es für jede Waffe auch. Rüste ich gleich mal aus. Bis jetzt der schönste Skin, den ich für die Flatline habe. Schaut gerne mal im Store vorbei. Da gibt es aktuell einen richtig geilen Skin für die Flatline. Muss man aber allerdings Geld ausgeben. Also wenn ihr das tagesaktuell guckt, dürftet ihr noch einen Tag Zeit haben, diesen Skin euch zuzulegen. Oh, ein neues episches. Auch derselbe Skin nochmal für die Havoc. Das sieht natürlich schon scharf aus, aber ich muss halt hier wieder betonen, jeder, der den Battle Pass Season 1 gelevelt hat auf mindestens Stufe 100 oder 110, hat deutlich schönere Skins. Wird mal wieder Zeit für was Goldenes. Oh, selten episch legendär. Was geht ab? Oh, noch ein Finisher. Leck mich. Das sind die zwei schlimmsten Charaktere, die man bekommen kann. Ein Abzeichen für den Octane. Ach, so eine Pose. Okay, wegen mir. Schauen wir uns mal den Finisher an. Oh, das ist der mit den Zwillingen. Aus dem Trailer vom Season 2. Der ist natürlich wirklich geil. Ohne Scheiße. Schade, ich spiele halt den Mirage nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber ich will ja nicht undankbar sein. So, wir haben noch was Episches. Nochmal Mirage. Wollt ihr mich eigentlich völlig ärgern? Ein schöner Glitzer-Skin. Der sieht geil aus. Den machen wir mal rein. Irgendwann werde ich ihn schon mal wieder spielen. Spätestens dann, wenn man mal eine Herausforderung mit dem Mirage machen muss. Ja. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, solltet ihr auch schon mal so ein paar Packs geöffnet haben, was das Beste war, was ihr bis jetzt gezogen habt. Oder gibt es unter euch welche, die schon das Glück hatten, das Erbstück zu ziehen? War das jetzt zweimal selten? Ne, einmal selten. Bangalore spiele ich ebenfalls so gut wie gar nicht. Ja, okay. Hab schon bessere gesehen. So, noch 5 Packs, dann sind wir bei der Hälfte angekommen. Da gibt es dann einen Cut. Ich ziehe jetzt aber das Pack-Opening komplett durch und mache dann einfach wirklich nur einen Schnitt.
Oh, ein Elster-Skin. Schauen wir doch mal. Ich hatte übrigens in meinem ersten XXL-Packer-Opening nicht ein Mosambik-Skin. Und da finde ich den Standard-Skin weitaus schöner. Ich muss sagen, es war noch nichts dabei, wo ich sage, boah, da freue ich mich drüber. Leider. Okay, wir sind bei der Hälfte angekommen. Jetzt gibt es einen Cut. Die nächste Folge gibt es, wie gesagt, am Donnerstag und morgen das Tipps und Tricks Video. Ich hoffe, das schaltet ihr auch fleißig mit ein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.